Du möchtest gerne Fotoshootings im Personenbereich durchführen, du möchtest dazulernen im Bereich People-Fotografie oder du bist einfach unsicher, wie du ein Personenshooting vernünftig über die Bühne bringst, dann bist du hier ganz genau richtig. In der Serie How to Shoot erkläre ich dir, wie du am besten ein Shooting über die Bühne bringst, wie du alles organisierst, wie du eine coole und lustige und schöne Atmosphäre schaffst für alle Beteiligten, wie du mit Models umgehst, eben alles, was du zu diesem Thema wissen musst. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und damit auch zum vierten Teil der Serie How to Shoot. Heute geht es um das Verhalten gegenüber Models, ganz generell. Und speziell auch gegenüber weiblichen Models, weil das manchmal etwas schwieriger ist. Nicht, weil Frauen schwieriger sind, sondern weil es einfach manchmal ein bisschen mehr Feingefühl, gerade speziell von männlicher Seite, erfordert. Dazu habe ich einen Gast. Ich habe das ja schon angekündigt. Gina ist nochmal hier. Ja, ihr habt das Interview schon gesehen inzwischen. Das ist inzwischen hochgeladen. Und hier geht es heute ums Model-Dasein und wer könnte da besser Auskunft geben als ein Model. Dementsprechend habe ich Gina mit dazu genommen, die zu ein paar Sachen auch nochmal was sagen wird, so aus erster Hand quasi, weil viele Sachen kann ich auch nicht so hundertprozentig beurteilen. Die Themenbereiche sind normalerweise relativ kurz in dieser Videoserie. Dieses Video, wie ihr schon seht, ist etwas länger. Oder wird etwas länger. Ich weiß jetzt gerade ungefähr, wie lang es wird, weil wir haben nämlich gerade schon einen Durchlauf gedreht. Ich war aber leider ein bisschen doof und habe vielleicht habe ich vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Und deswegen haben wir diesen ganzen Themenkomplex schon einmal gedreht. Und dementsprechend weiß ich, dass das Video etwas länger wird als die anderen. Aber es ist wirklich interessant. Also bleibt auf jeden Fall dran. Okay, ja, der Themenkomplex Umgang mit Models. Ich werde mal ein paar Sachen erstmal zum Vorfeld des Shootings sagen, die ich persönlich in meiner Erfahrung jetzt als Fotograf, ein paar Jährchen mache ich das ja auch schon, einfach gesammelt habe, die entweder gut ankommen oder einfach auch für beide Seiten sehr lohnenswert sind. Und zwar im Vorfeld, das, was für mich vor einem Shooting das Allerwichtigste ist, ist einfach Zuverlässigkeit. Ne? Einfach dieses, ihr sagt was und ihr macht das hinterher auch. Und was ganz, ganz wichtig ist, antwortet gottverdammt nochmal auf Nachrichten. Also wenn euch das Model anschreibt, selbst wenn es 4 Wochen vor einem Shooting ist und sagt, in 4 Wochen, was soll ich denn da anziehen? Klar, jeder, wirklich jeder, denkt sich in dem Moment, jetzt sind noch 4 Wochen, bis dahin kann die Welt untergegangen sein und wir sind gar nicht mehr da. Klar, aber trotzdem, antwortet einfach. Ja, und selbst wenn die Antwort nur ist, pass auf, das hat noch so viel Zeit, lass uns da mal 2-3 Tage vorher drüber sprechen. So mache ich das immer, ne, dass ich dann einfach sage so, du, wir können gerne jetzt schon darüber sprechen, aber wer weiß, vielleicht hast du in 4 Wochen ein neues Kleid, was du unbedingt anziehen möchtest oder so, oder irgendwie als Mann jetzt einen neuen Pulli oder eine neue Jacke oder sonst irgendwas, die du unbedingt auf den Fotos haben willst. Wir brauchen da jetzt noch nicht drüber sprechen. Ne? So mache ich das immer. Was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ist einfach im Vorfeld schon eine vernünftige Kommunikation. Ne? Ich richte mich immer sehr nach dem Model. Was möchte das Model? Wenn das Model telefonieren möchte, telefoniere ich mit ihr oder mit ihm. Wenn das Model nur Nachrichten schreibt, schreibe ich nur Nachrichten. Ist alles gar kein Problem. Was ich immer sehr, sehr früh mache, um eine gewisse Vertrauensbasis zu haben, ich fange sehr früh an mit so Sprachnachrichten und sowas, dass das Model einfach so ein bisschen hört, was ist das für ein Typ, wie redet der, ist der jetzt vielleicht völlig so von einem ganz anderen Schlag als ich so als Person oder sind wir so ein bisschen auf einer Welle. Ich finde, das gibt auch immer so ein bisschen Vertrauen. Sowas mache ich ganz, ganz gerne im Vorfeld schon vernünftig kommunizieren, wirklich drauf achten, auf Nachrichten antworten, auf alles eingehen, ja, nicht Themen einfach wegignorieren. Wenn das Model irgendeine Frage hat und euch diese Frage stellt, ignoriert ihn nicht einfach weg, weil ihr das als unwichtig anseht, sondern beantwortet das, ja, auch wenn es für euch noch so nichtig erscheint. Und dann, wenn man sich trifft, für mich das A und O, Pünktlichkeit. Gebt bitte keiner Person das Gefühl, dass
sie euch nicht wichtig ist. Also irgendwie, weil das Ding ist halt, die Person nimmt sich ja Zeit für euch und ist in der Regel pünktlich. Es kann natürlich mal passieren, dass man mal ein paar Minuten Verspätung hat, aber dann sagt wenigstens auch Bescheid. Dann sagt wenigstens auch, pass auf, wird leider 10 Minuten später oder so. Weil ich finde, dieses, es gibt ja so von den alteingesessenen und altgedienten Firmenchefs und so, gibt es ja immer so diese Regel, die wichtigsten Personen kommen immer als letztes und immer ein bisschen zu spät. Ne, tut das nicht. Ne, also erstens, weil meiner Meinung nach bei einem Shooting, wenn überhaupt, das Model die wichtigste Person ist, meiner Meinung nach. Ich habe das auch schon mal gesagt. Ich meine, klar, ihr seid der Fotograf, ihr habt das Ganze gemanagt und so. Aber am Ende, ohne das Model, hast du halt kein Motiv. Ne? So, deswegen, also ja. ich sage immer, das Model ist eigentlich die wichtigste Person. Und abgesehen davon ist das auch einfach ein völlig veraltetes Verhalten. So, meiner Meinung nach sollte man den Respekt haben und sollte einfach sagen, ich nehme mir jetzt diese 5 Minuten mehr Zeit vorher schon, damit ich verdammt nochmal pünktlich bin. So, ne? Weil ich persönlich finde, Unpünktlichkeit ist mit das Respektloseste, was es gibt. So, weil ihr gebt dem Gegenüber quasi das Gefühl, ja, du verschwendest hier gerade meine Zeit. Und ich habe eigentlich gar keine Zeit für dich. So, ne? Deswegen Pünktlichkeit, sehr, sehr, sehr wichtiges Thema für mich. Gibt es aus deiner Perspektive noch irgendetwas, wo du sagst, jo, das muss vorher auch geklärt werden oder irgendwie sollte vorher irgendwie gemacht werden? Was ist da für dich wichtig im Vorfeld? Also ich glaube, die wichtigsten Punkte hast du schon alle angeschnitten. Kommunikation im Vorfeld. Ich plane halt auch ganz gerne im Voraus, weil die Sachen, die ich einpacke, müssen zu dem Zeitpunkt gewaschen und gebügelt sein unter Umständen. Falls noch etwas fehlt, muss ich genügend Zeit haben, das besorgen zu können. Deswegen, das wäre wie was, wann, wo. Wo muss ich hin? Werde ich abgeholt? Muss ich den kompletten Weg alleine gehen und so weiter? Wie lange dauert das in etwa? Weil wenn es weiter weg ist, muss ich auch meine Rückfahrt planen und so weiter und so fort. Das ist einfach für die Logistik essentiell. Ansonsten auch ein wichtiges Thema, Begleitpersonen, ja, nein. Ja, wir haben gerade ja schon mal aufgenommen. Lustigerweise habe ich genau diesen Punkt da auch schon vergessen. Jetzt natürlich wieder, sehr geil. War keine Absicht tatsächlich. Also ich dachte, jetzt, ich sollte dir den Ball wieder zuspielen. Es fiel mir jetzt gerade auf, während du gesprochen hast, dachte ich so, die Begleitperson, ich habe sie wieder vergessen. Ja, Begleitperson, interessantes Thema. Also auch für mich ein relativ zweischneidiges Schwert. Bei mir ist eine Begleitperson immer in Ordnung, aber es gibt natürlich diese Begleitpersonen, die einfach nerven. Also ich kann wirklich jeden Fotografen verstehen, der sagt, ey, Begleitperson auf gar keinen Fall, weil da vielleicht schon schlechte Erfahrungen gemacht wurden. Das Highlight, was ich bisher hatte, war eine Begleitperson, die auch anscheinend Fotografin in dem Moment war, hätte aber auch ein Kerl gut sein können. Und dann irgendwie meinte mir, da in die Fotos reinhacken zu müssen. Ne? Von wegen so, ja, kannst du das nicht lieber? Nee, ich kann jetzt gerade gar nichts. So, ich mache das jetzt gerade so, wie ich meine, dass das richtig ist. Ich hätte am liebsten gesagt, von wegen, guck mal, hier ist ein Telefon. Ruf ein Model an, mach dein eigenes Shooting, mach das so, wie du das möchtest. Kannst du natürlich nicht bringen in dem Moment. Ne? Da musst du natürlich dann auch nett reagieren. Aber ich kann tatsächlich verstehen, jeden einzelnen Fotografen, der sagt, ich habe keinen Bock auf eine Begleitperson. Aber das Model legt da vielleicht Wert drauf. Ja? Und gerade, ich kann es verstehen, wenn ihr jetzt ein gestandener Mann, sag ich mal, seid, vielleicht auch schon ein paar Jährchen älter und mit so einem 20-jährigen Model irgendwie was macht, habt ein bisschen Verständnis dafür, dass dieses Model nicht weiß, wer ihr seid. Ne? Und vielleicht einfach diese Sicherheit braucht, dass sie sagt so, ich fände es aber schon gut, wenn wenigstens eine Freundin mitkommen würde. Was ich immer mache im Vorfeld dazu, wenn es um dieses Thema geht, ich biete immer an, von wegen, du kannst gerne eine Begleitperson mitbringen. Ich formuliere es dann immer so, professionelles Verhalten vorausgesetzt. So, das schließt für mich alles mit ein und meiner Meinung nach auch für alle, die ein bisschen gesunden Menschenverstand haben, dass damit eingeschlossen ist, nicht dazwischen quatschen, keine blöden Kommentare abgeben, keine blöden Sprüche zwischendurch oder sonst was, sondern einfach sich professionell verhalten. Das tun, wofür man da ist, das Model begleiten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ne, wie siehst du das? Ja,
Absolut. Also Begleitperson ist tatsächlich ein schwieriges Thema, weil, wie gesagt, ich mache das Ganze ja schon auch eine ganze Weile und die Szene hat sich ja auch verändert, aber als ich angefangen habe, waren halt viele Fotografen dabei, gerade die, die sich schon einen Namen erarbeitet haben, die halt schon direkt in ihre Texte mit reingeschrieben haben. Begleitperson ist unprofessionell, wenn du eine Babysitter brauchst, dann bist du nicht mein Model und so. Okay. Was dir natürlich irgendwo, gerade wenn du halt eben, wie du sagst, noch unsicher bist, noch nicht so viel Erfahrung hast, auch das Gefühl vermittelt, okay, ich kann jetzt niemanden mitnehmen, weil damit verbaue ich mir Chancen, mir überhaupt einen Weg da zu ebnen. Ist schwierig, aber ich sage, wenn ich frage, ob ich jemanden mitbringen kann und gesagt wird, nein, auf gar keinen Fall, dann finde ich das wiederum eigentlich unprofessionell. Ja. Wobei ich sagen muss, ich gehe tatsächlich, so gut wie immer bin ich alleine gegangen. Was manche Leute tatsächlich verwundert hat, das ist auch eine Reaktion, die ich gekriegt habe, wie, du kommst alleine? Genau, du warst einer davon, dass du gesagt hast, du hättest ruhig jemanden mitbringen können. Ich sage, ja, aber mein Prinzip, weil ich eben auch zu einer anderen Zeit angefangen habe, war halt immer, ja, zur Arbeit gehe ich ja auch nicht händchenhaltend. Also ich werde auch nicht zur Arbeit begleitet. Und ich habe immer viel Wert auf Professionalität gelegt und dass ich gesagt habe, okay, sieh es wie eine Arbeit an. Auf der anderen Seite, was ich mir vorbehalte, ist, ich spiele nicht am Handy, ich mache nicht zwischendurch Insta-Stories, sondern in regelmäßigen Abständen schreibe ich nach Hause, weil irgendwo mindestens eine Person immer informiert ist, wo genau ich bin, wie der Fotograf heißt. Wenn mir nicht gestattet wird, die Telefonnummer oder eine Kontaktmöglichkeit auch des Fotografen anzugeben, es kann ja auch sein, dass mein Akku alle geht und zu Hause wird sich um mich gesorgt. Wenn dann jemand sagt, nee, meine Nummer gibst du bitte nicht raus, dann finde ich das auch unprofessionell, weil es geht hier um meine Sicherheit. Ja, und es geht darum, dass Leute zu Hause sitzen, die nicht wissen, ob ich wieder heile nach Hause komme oder nicht. Ich finde, das hat was mit Respekt zu tun. Und dass mir halt die Möglichkeit gegeben werden soll, dass ich zwischendurch eine Nachricht schreibe, dauert noch, bin noch am Set, wechsle gerade Klamotten, melde mich, ciao. Und das finde ich einfach wichtig, dass die Möglichkeit mindestens gegeben wird. Und kleiner Tipp an die Models, wenn ihr eine Begleitperson mitnehmt, instruiert die vorher, was sie machen soll, was sie nicht machen soll und nehmt nicht unbedingt jemanden mit, der euch nervös macht, weil das wird euren Ausdruck verändern und dann werden nicht die Bilder entstehen, die ansonsten entstanden werden. Es gibt aber auch unglaublich gute Begleitpersonen, die man sogar noch als Reflektorhalter und, und sonst was einsetzen kann, die sich da zurückhalten, die wirklich das machen, wie Norman gesagt hat, sie begleiten dich und sind einfach da. Ja. Ja. Das ist am Ende ja das, worum es geht bei diesen Begleitpersonen, ne? Dass man einfach so diese Sicherheit, also dass das Model, egal ob männlich oder weiblich, ja, es kann auch sein, dass ein Mann durchaus so unsicher ist, dass er sagt so, boah, ganz ehrlich, ich fände es schöner, wenn irgendwie ein Kumpel von mir mitkommen könnte oder so. Völlig okay, ne? Also ich persönlich finde das in Ordnung, solange die Begleitperson, sorry, dass ich dazu sage, aber den Rand hält. Ja. So, weil es gibt einfach wirklich nichts Schlimmeres als eine Begleitperson, die ganze Zeit irgendwas kommentiert. So, weil ne, du denkst dir dann auch irgendwann so, pass mal auf, ich mach das nicht erst seit gestern. So, und ich mach das, glaube ich, auch nicht ganz schlecht. So, deswegen lass mich mal machen. Ne, weil dann hast du so, ach so, alles schon gehabt, ne? Ach, du benutzt gar keine Blitze. Nee, hier gerade nicht, weil die Sonne knallt aus allen Löchern. So, ich brauche jetzt gerade keinen Blitz. Ach so, ja. Weil ich habe letztens gesehen, da hat ein Fotograf das und das und ich denke mir immer so, ein Bubble. Na, also solche Begleitpersonen, boah, bitte nicht. Ne, aber sonst, hör mal, ganz ehrlich, ich finde, einen guten und professionellen Fotografen macht das auch aus, dass der da einfach auch ein bisschen drüber steht und dass der auch sagt, natürlich kannst du jemanden mitbringen, klar. Mich stört das nicht. So, ich bin, wenn ich shoote, so drin, wobei, okay, bei mir liegt es auch daran, dass ich das von der Arbeit halt auch nicht anders kenne, als dass 20 Leute drumherum stehen. Aber ich bin dann so in diesem Tunnel, ich merke das nicht, ob da 3 Leute oder 15 Leute hinter mir stehen. Und mir ist das auch egal. Also mich interessiert das auch nicht. Das Einzige, wo ich ein bisschen giftig werden kann, ist, wenn diese Leute dann anfangen, die ganze Zeit blöd rumzuquatschen und so. Dann kann schon mal passieren, dass ich dann auch mal sage, ey, jetzt ist hier Ruhe. So, ne? Aber sonst, Begleitperson auf jeden Fall für mich völlig okay. Und haltet dem Model diese Möglichkeit auf jeden Fall zumindest mal offen. Ne? Ich biete es immer von vornherein an. Ich spreche das Thema eigentlich immer sofort an.
Was ich tatsächlich auch immer sage, in vielen, vielen Fällen ist Lena halt mit dabei. Lena kennt ihr ja, ist meine Partnerin. In vielen Fällen ist sie ohnehin mit dabei und das erwähne ich dann auch mal so beiläufig, dass ich dann sage, ich habe ohnehin meistens eine weibliche Begleitperson dabei, die mir ein bisschen hilft und mich ein bisschen unterstützt. Dementsprechend, das gibt manchen, gerade weiblichen Models, auch schon mal ein Stückchen mehr Sicherheit, dass sie dann auch wirklich sagen, okay, es ist auf jeden Fall eine Frau mit dabei, ne? Und wenn das dann nicht funktioniert und sie ist nicht mit dabei, weil sie irgendwie, keine Ahnung, arbeiten muss oder sonst irgendwas, dann sage ich das auch und sage auch, pass auf, meine Freundin wird nicht dabei sein, wenn du dir jemanden mitbringen möchtest, dann mach das. Ne? Deswegen, also darauf lege ich persönlich sehr viel Wert, dass das Model einfach so ein gewisses Grundvertrauen hat, dass es dann wirklich sagt so, okay, ich könnte jemanden mitbringen, wenn ich wollte. Lustigerweise bei mir, die meisten weiblichen Models sind auch ohne Begleitperson gekommen. So, es liegt wahrscheinlich so ein bisschen auch mit an der Kommunikation im Vorfeld, ne? Weil ich echt viel Wert darauf lege, dass man schon von vornherein, also was ich halt gerne habe, ist, dass sich beide auf das Shooting freuen. Ja. So, ne, dass beide wirklich so eine Freude haben, gar nicht so diese Berührungsangst oder von wegen, oh, ich weiß gar nicht, was da passiert oder so, sondern dass beide sich darauf freuen und sagen, hey, cool, so, ich freue mich darauf, wird ein lustiger Tag. Genau, das zum einen, ja, zum Vorfeld quasi. Beim Shooting selbst, da habe ich ja schon mal so ein bisschen drüber gesprochen in dem Video, wo es um die Atmosphäre geht bei einem Shooting. Ich persönlich lege sehr, sehr viel Wert darauf, auf eine coole Kommunikation, dass man einfach nett sich unterhält und sowas. Also was ich gerne mal mache, wenn das Model ankommt, ja, oder ich ankomme oder wie auch immer, wer auch immer da gerade als erstes da ist, unterhaltet euch erstmal ein bisschen, ne? Erstmal ein bisschen quatschen. So von wegen, hey, wie geht's dir heute so? Alles gut überstanden so? Weiß ich nicht, wenn man morgens shootet zum Beispiel, so, hast du gut geschlafen? Bist du gut rausgekommen? Bist du gut hier hingekommen? Hast du gut hier hingefunden? Solche Sachen, ne? Einfach so ein bisschen Smalltalk. Den kann man ja vertiefen. Was ich halt immer ganz gerne mache, ist sich auch ein bisschen über andere Themen unterhalten, einfach um ein Interesse auch für die Person zu zeigen, ne? Ein Interesse, was macht die Person? Wichtig dabei ist mir allerdings, lasst es erstmal nicht zu privat werden. Es geht euch erstmal einen Scheißdreck an, ob die Person, warum die Person ihren Freund nicht mitgebracht hat. Oder weiß ich nicht, warum die Haare nicht geschlossen getragen wurden, weil dir das so gut steht oder solche Sachen. Das ist erstmal völlig irrelevant. Lasst sowas erstmal um Gottes Willen sein, sondern einfach erstmal ganz oberflächlich. Und das wird irgendwann von alleine tiefer. Das ist einfach so. Ne? Während der Gespräche kommt das dann irgendwann, dass man sowieso dann ein bisschen mehr über das Private auch spricht und so. Und das ist auch gut. Also ich habe auch festgestellt, dass es schon gut ist, wenn beide aber auch ein bisschen ins Privatere gehen, weil dann auch das Model natürlich sieht, okay, was ich zum Beispiel sehr früh anspreche, ist, dass ich eine Partnerin habe. Ne? Einfach nur, damit klar ist, okay, der hat eine Partnerin zu Hause, der erzählt von ihr und erwähnt sie, der verschweigt sie nicht. Das heißt, logischerweise im Umkehrschluss wird er jetzt wahrscheinlich nicht hier sein, um mich so von wegen, ja, ich mach dich zum Star, mich hier nackt vor die Kamera zu zerren, sondern der wird halt wirklich einfach, wie er vorher auch gesagt hat, ein professionelles Shooting machen wollen. Ne? Deswegen sowas einfach ein bisschen Smalltalk. Das braucht Übung. Ne? Also das ist nichts, was von jetzt auf gleich funktioniert. Vielleicht bist du gerade auch gar nicht der kommunikativste Typ. Das muss man lernen. Das ist tatsächlich so. Kommunikation ist bei einem Shooting alles. Wirklich alles. Ne? Kommunikation sorgt dafür, ob ein Shooting gut läuft oder nicht. Alleine, simples Beispiel, ich als Fotograf habe auch schon öfter mal gefailt, ne? Oder habe irgendeine Einstellung an der Kamera nicht klar gekriegt oder so, gerade am Anfang, kommuniziert offen, sagt dann auch wirklich von wegen, boah, ey, ich habe hier gerade voll das Problem, so, ich muss das gerade mal kurz lösen, so, entspann dein Gesicht so lange, trink was oder keine Ahnung, einfach offen kommunizieren. Ich habe bisher noch kein Model erlebt, was dann die Augen verdreht hat und gesagt hat, oh, einmal mit Profis. Also ja, du zum Spaß, aber das, ne, also, das ist dann meistens so eine Witzelei. Aber so, also ich habe bisher noch niemanden erlebt, der da auf Diva gemacht hat und gesagt hat, oh, bringt mir bitte einen, der das kann. So, deswegen, also macht euch da keine Sorgen, einfach offen kommunizieren.
Grundsätzlich zum Start des Shootings oder wenn man sich das erste Mal trifft, was denkst du, wie ist für dich so das Prozedere oder was kommt bei dir gut an, wenn du wirklich, dass du wirklich sagst, okay, der ist ein guter oder die, ja, um Gottes Willen. Wie gesagt, die Kommunikation im Vorfeld, ja, kommt natürlich auch immer darauf an, was für eine Person du bist. Wenn du jetzt jemand bist, der eben mehr diesen persönlichen Aspekt benötigt, ist so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich bin halt jemand, ich habe ganz gerne die Sachen einmal durchgeklärt, wer, wie, was, wann, wo. Weil, und ich frage das meistens, das weißt du selber, auch schon relativ früh, ja. Weil ich mir dann eben schon alles notiere, damit alles zeitig fertig ist. Es ist einfach mein System. Jemand anders mag ein anderes System haben. Wenn ich ankomme, dann finde ich es schön, wenn man sich, gerade wenn man sich gar nicht kennt, nicht so dieses, okay, was für Outfits hast du dabei, zieh das an, stell dich da hin und das ist so dieses, hey, ich kenne dich noch gar nicht. Mhm. Ne? Sondern wenn man sich dann wirklich mal eine halbe Stunde Zeit nimmt, Kaffee trinkt, erstmal, ne, bist du gut hierher gekommen, wie du gesagt hast. Man kann auch fragen, ja, was machst du, wenn du nicht gerade vor der Kamera stehst oder wie lange machst du das schon? Dass man erstmal quasi, wie du sagst, oberflächlich bei dem Themenbereich bleibt. Und also du musst mich jetzt nicht sofort fragen, bist du verheiratet, hast du Kinder, warum ist dein Freund nicht dabei, holt er dich denn später ab? Also dann komme ich mir vor, so, warum interessiert dich gerade meine Partnerschaft so brennend, ob ich eine habe, ob ich keine habe und ob ich später von ihm abgeholt werde oder nicht? Das ist so ein bisschen, das ab da wird's weird. Und das ist nicht mehr Vertrauen kreieren. Wie gesagt, einfach die Menschlichkeit beibehalten, weil wenn ich vor deiner Kamera stehe, bin ich dein Motiv, aber ich bin in erster Linie immer noch Mensch. Und da irgendwo auch wie dieses, ich nehme dich als Mensch wahr, ich sehe dich, ich glaube, das kreiert schon ganz, ganz viel. Und ja, das ist wichtig. Und wenn ihr nicht die Kommunikativsten seid, dann kommuniziert, wie ihr kommuniziert. Das klingt jetzt komisch, aber ich habe zum Beispiel Fotografen getroffen, die gesagt haben, du pass auf, wenn ich fotografiere, dann bin ich so in the zone, ich vergesse zu reden. Ich mache nur oh, okay. Ja, ich bin dann sehr wortkarg, aber mach dir erst Sorgen, wenn ich gar nichts sage. Naja. Dann weiß ich, wie ich damit umgehen soll. Dann weiß ich, okay, sein ist jetzt nicht ein oh mein Gott, sondern das ist ein gut, weiter, gut, weiter, ja. Kommuniziert, wie ihr kommuniziert und dazu müsst ihr einfach ein bisschen Selbstreflexion walten lassen und auch ein bisschen aus euch selber rauskommen, weil das ist für euch genauso schwierig wie für das Model auch. Ja. Und das sind zwei fremde Menschen, die sich treffen, um gemeinsam etwas zu produzieren. Das an sich ist schon eine Herausforderung. Ja. Es ist auch so, tatsächlich, das, was du gerade sagst, ne, mit dem Kommunizieren, wie man kommuniziert, es funktioniert auch jedes Model anders, ne? Also macht euch da bitte das richtige Bild von Anfang an, ne? Also es wird nicht so sein, dass jedes Model exakt gleich funktioniert vor der Kamera, so wie ihr auch nicht immer gleich ja, handeln könnt und immer das gleiche Ergebnis bekommt. Also zum Beispiel, es gibt Models, denen musst du gar nichts sagen. Also wenn ich mit Gina zum Beispiel zusammenarbeite, rede ich fast gar nicht. Also weil einfach, ich muss nicht reden. Ne? Also es gibt nichts, was ich reden muss. So, Gina weiß ziemlich genau, welche Posen funktionieren, weil sie das halt auch schon jahrelang macht. Ne? Sie weiß ganz genau, in welcher Perspektive, von welcher Seite sie besser aussieht. Das ist einfach so. Ne? Das ist, sie hat die Erfahrung, was soll ich da labern? Ne? Was soll ich mich da jetzt hinstellen und sagen, ne, nimm mal den Rechner und dann einmal hinter den Kopf und dann, ne, das macht ja keinen Sinn. Sie weiß, was sie tut. Es gibt aber auch Models, die das eben nicht wissen, die vielleicht relativ am Anfang sind, die vielleicht erst ein Shooting, zwei, drei Shootings hatten oder deren erstes Shooting, das vielleicht jetzt mit euch ist. Dann sagt auch mal was, ne? Sagt mal von wegen, hier, komm, lass uns mal das und das ausprobieren. Es ist halt so, wenn Fotografen Posen vorschlagen, kann halt auch mal schief gehen, ne? Ja. Aber dann nehmt es mit dem Lachen, sagt einfach so, ja, okay, sorry, das war nichts, liegt aber nicht an dir, war meine scheiß Idee so. Deswegen, also das finde ich immer persönlich sehr wichtig, positiv kommunizieren, dass man nicht auf die Kamera guckt und sagt, oh, nee, das sieht nicht aus, sondern dann wirklich sagen, okay, wir machen es so wie gerade, das sah super aus. Ne? Das einfach das Positive eher hervorheben als das Negative, meiner Meinung nach. Ich meine, wenn ihr euch schon länger kennt, ich meine, bei uns beiden, wenn wir shooten, ist es auch so, dass ich manchmal auch einfach sage, boah, nee, das sieht scheiße aus.
Nee, dann weiß Gina aber auch, wie ich das meine. Dann meine ich nicht von wegen, du siehst scheiße aus, sondern dieses Motiv auf diesem Foto, in diesem Moment, mit meinem Skill, sag ich mal, funktioniert gerade nicht. So, ne, und lernt euch dafür ein bisschen kennen. Platzt mit sowas nicht schon von Anfang an raus. Und was für mich zum Beispiel auch sehr, sehr wichtig war, ich bin ein sehr impulsiver Mensch. Ne? Ich rege mich teilweise tierisch auf über Sachen. Lasst das bitte stecken, wenn ihr shootet. Gerade mit einer Person, mit der ihr das erste Mal shootet. Wenn ich vor Gina fluche wie ein Rohrspatz, dann findet Gina das nicht schlimm, weil die mich kennt. Ne? Weil sie weiß, ja, ja, der ist so. Aber das würde ich niemals vor einem Model machen, was ich nicht kenne, mit dem ich gerade das erste Mal shoote. Niemals. Weil das halt einfach eine negative Atmosphäre verbreitet. Und es gibt eben Menschen, die beziehen das auf sich. Ne? Die denken dann, ja, ich habe jetzt gerade Scheiße gebaut und deswegen regt er sich auf. Deswegen lasst das sein, ne? Schluckt das runter, wenn ihr euch über irgendwas ärgert, sei es die Kamera, sei es irgendwas, sei es du selbst, ja, über den du dich gerade aufregst. Das kann alles sein, aber lasst das einfach stecken. Zumindest bei den ersten Shootings. Kommen wir zur tieferen Kommunikation quasi, also zum tieferen Kommunikationsthema. Und zwar gibt es jetzt einen kleinen Themenbereich mit so bestimmten Formulierungen und Äußerungen, die man eventuell einfach weglassen sollte oder die man besonders gut benutzen kann. Und danach werden wir noch so ein kleines Zitate-Tennis machen, dass wir so die Top-Zitate von Fotografen gegenüber Models, in dem Fall natürlich vor allem gegenüber weiblichen Models, die man tunlichst weglassen sollte. Und wir machen dann einfach so eine Instant Reaction darauf. Also quasi so Zitate, wie reagiert der jeweils andere auf dieses Zitat. Okay, womit wir aber anfangen, ist die Kommunikation und die Formulierung in vielen Dingen. Ich möchte das jetzt vor allem beziehen auf weibliche Models. Das zählt aber auch für männliche. Und deswegen seid da einfach ein bisschen sensibel. Das ist eigentlich auch schon genau das richtige Stichwort. Es geht einfach darum, ein bisschen sensibel mit manchen Thematiken umzugehen. Niemand hat Bock, vor Kamera scheiße auszusehen. Niemand. So, also ich kenne niemanden, der sagt, ob ich auf dem Foto scheiße aussehe, das ist mir egal. So, deswegen, ne, seid da ein bisschen sensibel und geht da ein bisschen sensibel mit der Thematik um. Dazu zählt für mich vor allem in erster Linie, dass ihr dem Model um Gottes Willen nicht sagt, egal ob Mann oder Frau, von wegen, oh, du siehst aber fertig aus heute. So, ne, also das ist so eine Sache, wenn ein Shooting so anfängt, dann kann das nichts werden. So, ne? Also deswegen lasst sowas einfach stecken. Vielleicht ist es so, ja, aber es wird wahrscheinlich irgendeinen Grund dafür geben und höchstwahrscheinlich macht das Model es nicht mit Absicht. So, dass sie heute ausgerechnet die dicksten Augenringe hat oder so. Ist dann halt einfach so. Ja, mein Gott, da müsst ihr halt ein bisschen mehr retuschieren. Ist halt einfach so. Gehört zu eurem Job, ist eure Arbeit, ist so. Oder Licht anders setzen oder was auch immer. Da gibt es Millionen Tricks. Was für mich auch ein No-Go ist, ist wirklich irgendwie, habe ich gerade schon mal kurz erwähnt, einfach auf ein Foto zu gucken und so Sachen wie, ich mach's vor. Dann sagt wenigstens, was Phase ist. Ne? Also ja, dann nicht so dieses... weil die erste Reaktion, ja, wenn... Oder wir fragen einfach mal direkt an der Quelle nach, auf wen beziehst du das, wenn ich jetzt so ein Geräusch machen würde, während ich Fotos von dir mache? Heute frage ich, bin ich es oder ist es die Technik? Früher war das ein, oh mein Gott, ich sehe scheiße aus. Ja, genau. Und das wirklich, ist dieses... Oh nein, die Pose war schrecklich, ich sehe gerade dick aus, schlimm, schrecklich, keine Ahnung was. Ja. Also in erster Linie auf mich, sofort. Also wenn euch das Model fragt, so schlimm, dann sollte euch klar sein, irgendwas habe ich jetzt gerade gemacht, was nicht cool war. Das passiert, ne? Um Gottes Willen, das kann passieren. Es ist mir auch schon passiert, dass ein Model wirklich nach einem Blick, einfach nur einem Blick von mir gesagt hat, so, oh, so schlimm. Und ich musste dann erstmal sagen, boah, ey, sorry, wenn ich jetzt irgendwie blöd geguckt habe oder so, da war gar keine Absicht, ne? Das ist mein Gesicht. Das ist mein Gesicht, ich sehe einfach so aus. Deswegen, da immer ein bisschen Feingefühl haben. Wie gesagt, niemand hat Bock, vor Kamera scheiße auszusehen und niemand macht das mit Absicht. Denkt daran, dass ein Mensch ist. Ihr merkt das wahrscheinlich bei euch auch. An manchen Tagen seht ihr einfach nicht so aus wie an anderen Tagen. Man hat manchmal so einen richtigen Fototag, wo man sagt, boah, heute, voll. Wahnsinn,
geile Haut, alles sieht irgendwie gut aus. Da am nächsten Tag, ich habe das bei den YouTube-Videos ganz oft, habe ich dir gerade off-camera quasi erzählt. Ich habe vor 2 Wochen oder so, oder vor 3 Wochen habe ich ein Video gefilmt. Ich habe dann im Schnitt hinterher festgestellt, boah, siehst du fertig aus. Ist dann einfach so, kann man dann in dem Moment nicht ändern. Ne? Ja, was willst du auch machen? Es ist halt nun mal einfach so. Wir sehen nicht jeden Tag gleich aus. Und das ist einfach so. Und gerade bei den Damen, sag ich mal, ist das natürlich echt so eine Sache. Mein Gott, bitte spielt jetzt nicht darauf an, dass sie irgendwie einen Pickel auf der Stirn hat oder so. Meine Güte, das ist so. Ne? Das ist so, das weiß sie selbst. Da bin ich mir sehr sicher. So, deswegen, da sollte man sich manche Kommentare einfach knicken. Dazu zählen für mich vor allem so Sprüche wie: Oh, auf dem Foto sah es aber anders aus. Ja, das kann so und so. Ne? Also, wenn ihr es positiv meint. Ich habe auch schon mal gesagt, boah, auf dem Foto sah es aber anders aus. Du siehst sehr viel besser aus auf live. So, ne? Kann gut sein. Impliziert aber dann, wenn man jetzt um Ecken denkt, und viele denken um Ecken, von wegen, oh, dann sehe ich aber vor Kamera scheiße aus. Aber ich stehe jetzt gleich vor der Kamera. Kann also im Umkehrschluss, also knickt euch sowas einfach. Wenn die Person auf dem Bild anders aussieht als live, ist so. Ne? Ist so. Kann man vielleicht hinterher sagen, ne? Dass man sagt so, ey, guck mal, sind jetzt voll die geilen Fotos geworden. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht, weil du ganz anders aussiehst als auf den Bildern. Du wirkst auf den Bildern ganz anders. So, aber hier, guck mal, die Bilder sind mega gut. So, dass man das so irgendwie verpackt, das will ich hinterher machen. Vorher will ich das nicht machen, weil gibt, glaube ich, eine gewisse Unsicherheit einfach. Ne? Ja, ja, doch. Ja, ganz wichtig, aus weiblicher Perspektive möchte ich Gina da einmal noch zu Wort kommen lassen. Insofern, was sind für dich so Sachen während des Shootings? Ich rede jetzt nicht von diesen etwas sexualisierten Sachen oder so, da kommen wir gleich noch zu, bestimmte Formulierungen. Aber was ist für dich so angespielt auf irgendwie dein Aussehen an dem Tag oder wie auch immer? Was sind so Sachen, die man sich deiner Meinung nach knicken sollte als Fotograf? Sowas wie auf den Fotos in deinem Portfolio siehst du aber dünner aus. Oder stark. So Sachen, die sich halt darauf beziehen, ja, zum Beispiel, ich meine, ich bin halt keine 20 mehr, das ist einfach so. Ja. Dementsprechend, wenn man dann sagt, oh, da habe ich jetzt aber nachher viel zu retuschieren. Ja, ich habe keine Babyhaut mehr wie mit 20 und ich bezweifle auch, dass ich die mit 20 gehabt habe, dann leuchte mich halt anders aus. Ich benutze sehr, sehr gutes Make-up, was eigentlich die Retusche schon vereinfacht. Kann ich bestätigen. Der Rest ist halt, das hier ist eine Kollaboration. Ich tue, was ich kann, du tust, was du kannst. Und wenn du ein glatt gebügeltes Beauty-Face brauchst, dann musst du halt vielleicht bei 18, 19, 20 suchen. Aber ich habe eine Diskussion mit einem Fotografen darüber gehabt und der hat gesagt, nein, das war gar nicht so gemeint. Ich mag den Charakter, den man dann eben auch durch ein, in Anführungszeichen, faltigeres Gesicht auch sieht. Aber im ersten Moment, wenn du halt eine Mit-20erin oder End-20erin hast und die ganze, das ist eigentlich, was wir hier besprechen, ist nicht nur ein Fotografenproblem, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Dir wird eingeredet, dass ab 30 ja alles den Bach runtergeht und jetzt bist du Mitte 20, Ende 20 und jetzt musst du dir anhören, oh, für dein Alter hast du aber auch schon interessante Lachfältchen, hast ein lustiges Leben gehabt oder was? Und du denkst dir, du sagst mir gerade, ich habe Falten, am besten sollte ich mich liften lassen. Ja, also, und das kann je nach Tagesform, wie du sagst, wir sind ja nicht jeden Tag gleich, auch unterschiedlich aufgenommen werden. Und ich gebe da nur zu bedenken, einmal im Monat sind die Damen der Schöpfung auch reizbarer oder auch eben empfindlicher. Und das muss aber noch nicht mal damit zu tun haben, sondern es gibt einfach Tage, da nimmt man das sehr persönlich und es gibt Tage, da kann man das hier lassen und sagt, ja, ich weiß das. Das ist so. Na, also das, wie gesagt, Figur, Hautbild, das kann alles so viele verschiedene Gründe haben und es sind zwei fremde Menschen, die sich treffen, um gemeinsam etwas zu produzieren. Ihr wisst gar nichts über diese Person. Dann zu sagen, deine Haut wirkte auf den Fotos anders, vielleicht nimmt die Person gerade Medikamente, die das Hautbild beeinflussen. Ihr habt keine Ahnung, was dahinter steckt und das kann ein Trigger sein. Also würde ich da immer vorsichtig formulieren und wie du sagst, das, was ich negativ formuliere, kann ich auch positiv verpacken. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine ehrliche Antwort bekomme, auch einfach größer. Ja, sehr, sehr guter
Ja, sehr guter Ansatz. Also ich finde das immer gut, wenn man das auch aus erster Hand hört, ja, weil ich kann euch, wer weiß was, erzählen. Ich weiß nicht, wie es für das Model ist. Ja. Aber was ich gerne noch haben möchte, sind so bestimmte Formulierungshilfen für euch, gerade für die Herren, wenn sie mit Damen shooten. Was ich immer sagen kann, ja, grundsätzlich, ihr solltet aufpassen mit sexualisierter Kommunikation. Und sexualisierte Kommunikation ist nicht nur, boah, du hast aber einen geilen Arsch. Ne? Sexualisierte Kommunikation kann auch sein, wenn man bei jeder Gelegenheit irgendwie auf die Brüste anspielt oder auf den Hintern anspielt oder sonst was. Ja, dreh mal deinen Hintern in die Kamera. Dreh mal nochmal deinen Hintern in die Kamera. Brust raus. Ne? Damit sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Ich schlage da grundsätzlich immer einen etwas anderen Weg ein, dass ich anders formuliere. Ja, und zwar einfach, statt zu sagen, streck mal die Brust raus, kann man auch einfach sagen, zieh mal bitte die Schultern ein bisschen zurück. Dann sind die Brüste komplett aus dem Thema raus. So, die sind komplett aus dem Thema raus, aber trotzdem habt ihr dasselbe Ergebnis. Ja, die Brust wird nach vorne gedrückt, dadurch, dass die Schultern nach hinten gehen. Am Ende des Tages ist es exakt dasselbe, nur anders formuliert und dadurch wird halt nicht auf die Brüste der Frau angespielt. Ja. Finde ich eine wesentlich bessere Formulierung. Genau dasselbe auch mit dem Hinterteil, ja, dass man wirklich sagt so, dreh die Hüfte mal ein Stück oder so, dass ne, einfach nicht der Hintern direkt angesprochen wird, von wegen, ja, dreh mal deinen Hintern in die Kamera. Warum? Ne, dreh die Hüfte mal ein bisschen zu der Seite. Selbes Ergebnis, ja, selbes Ergebnis, ganz anders formuliert. Hast du da was, wo du sagst, okay, das sollte auch wegbleiben irgendwie? Das ist, glaube ich, weniger Kommunikation als die Reaktion auf die Kommunikation. Also sowas wie, da ist eine Haarsträhne und du gehst schon 3 Schritte drauf zu und bist schon so kurz vorm Anfassen, wo man sich so denkt, wow, Bro, no touchy touchy, only looky looky. Ja, ich kann das selber, sag mir, wo das ist. Andersrum, es gibt auch Models, die halt sagen, bitte, ich sehe das nicht, mach es einfach. Und genau. Ich habe tatsächlich auch Fotografen erlebt, die sich nach wie vor auch nach 5 Jahren Zusammenarbeit strikt weigern. Die weigern sich, mir eine Haarsträhne richtig zu legen. Das heißt, ich muss erst irgendwo anders hingehen und das gerade machen. Aber die sagen, ich kann das nicht. Das ist für mich nicht drin. Ich sage dir, wo was ist, aber ich fasse dich nicht an. Mhm. Und dann lieber so, als es ist menschlich. Und das meine ich mit, man vergisst, dass das ein Mensch vor der Kamera ist. Dass das eben nicht nur ein Motiv ist, ja, ich ziehe das jetzt mal eben gerade, wie ich einen Blumentopf zurechtrücke und ins richtige Licht drücke. Da ist ein Mensch. Und dieses, ich mache das mal eben weg oder ansonsten weiß ich gar nicht, ob mir da viele Formulierungen, die du genannt hast, ganz klar. Also es geht im Primär, also das finde ich auch ein sehr interessantes Thema mit Berührungen. Ganz, ganz, ganz wichtig, Leute, vor allem wenn ihr ein Mann seid, der Frauen fotografiert. Ich bin auch jemand, der sagt, ich mache lieber mal eben kurz selber, bevor ich jetzt 5 Stunden erklären muss, wo das jetzt genau ist. Aber es wird niemals passieren, dass ich ein Model berühre, egal wo. Egal wo, ohne zumindest zu fragen, ob das okay ist. Ne? So, ich bin dann wirklich so, dass ich sage, darf ich das mal kurz machen? So, ne? Und dann entweder, wenn es zum Beispiel hier irgendwie am Kragen ist oder so, wenn ich jemanden verkabel oder sonst irgendwas, das Model wird schon entsprechend reagieren. So, ne? Das wird schon entsprechend reagieren und wird dann entweder sagen, ja klar, mach du eben oder hält mir einfach das Shirt hin oder wie auch immer. Ne? Irgendeine Reaktion wird kommen. Und deswegen, das mache ich grundsätzlich immer. Also ich berühre niemals jemanden, ohne zumindest zu fragen, ob es okay ist. Weil ich finde, das ist einfach Respekt. So, genau. Das waren die Themen so. Was sollte man tunlichst unterlassen? Oder wie sollte man es vielleicht anders, besser machen? Ja, es ist ein riesengroßes Thema. Ich glaube, man kann das in so einem Video auch alles gar nicht so richtig abfrühstücken. Aber ich glaube, ihr habt zumindest einen Weg. Ja, zumindest eine Richtung. Das ist ja schon mal gut. Was wir jetzt noch machen, ist ein bisschen Entertainment mit den lustigsten und schlimmsten Fotografen-Zitaten gegenüber weiblichen oder auch männlichen Models, vollkommen egal, die uns gerade so einfallen, die tatsächlich alle so passiert sind. Also ich muss wirklich sagen, das ist alles so passiert. Ich war meistens dabei, nicht betroffen, aber meistens anwesend. Und habe mich dann doch gewundert. Oder es waren Sachen, die mir von Models erzählt wurden. Mhm. Genau.
So, okay. Ich fange an, oder was? Mhm. Genau, Pokerface. Also, Zitat 1. Nackt würde das noch besser aussehen. Boah, ernsthaft jetzt? So passiert, so schon gehört. Nackt würde das noch besser aussehen. Oder irgendwie so nackt würde das auch gut aussehen. Also. Dann einfach mal dem Fotografen entgegnen, ja, dann zieh dich halt aus, mir doch egal. Ja, dann zieh ich aus, genau. Wie war das? Nacktfotos, der Fotograf ist nackt. Ja, genau. Nee, auf jeden Fall, also geht gar nicht. Ne? Also als ich das gehört habe, dachte ich auch so, ach du Scheiße. Ich musste da auch lachen, musste das auch mehrmals kommentieren dann hinterher. Das wurde mir von einem Model erzählt, so, dass das tatsächlich so passiert ist. Und einmal habe ich sogar selbst erlebt. Also diese Situation gab es zweimal. Oh, cringe. Ja. Und da muss ich schon sagen, ja, boah, nee, einfach nee. Also selbst wenn es nur als Spaß und lockerer Spruch gemeint ist, ist es irgendwie völlig daneben so und deswegen. Okay, also, nächstes Zitat kommt von Gina. Oh ja, warte, ich muss eben überlegen. Dein BH stört etwas unter dem Oberteil, kannst du den nicht wegziehen? Tatsächlich so passiert mehr als einmal und das ist so dieses, das stört es. Also es geht in die gleiche Richtung, aber es ist halt immer so dieses, kannst du das nicht drunter wegziehen, kannst du das nicht drunter wegziehen, kannst du das nicht drunter wegziehen. Es gibt einen Grund, warum ich den trage. Ja, vor allem gibt es doch auch andere Varianten. Ja. Also du kannst, also ich würde jetzt an der Stelle sagen, wenn der BH wirklich stört, also wenn man wirklich sagt, boah, ey, irgendwie sieht das nicht aus. Was wirklich dann kann passieren man ja kann? Mit, dann kann man ja mit dem Model gemeinsam überlegen, was ist die Lösung. Also, klar. Dass man wirklich, also ich kann ja auch sagen, von wegen, also ich würde so machen, dass ich dann einfach sagen würde, pass auf, schau dir die Bilder an, der BH ist sehr störend, du musst den natürlich nicht ausziehen, das wäre jetzt das Erste, was ich sagen würde, aber lass uns mal gucken, ob wir irgendeine Variante finden, wie man das ein bisschen weniger störend hinkriegt. So. Ja, das vielleicht eine Bluse drüber ziehen oder sonst irgendwas, aber genau. Die Situation, an die es mich erinnert, die ging halt auch in die Richtung, die Aufnahmebereiche waren vorher abgeklärt. Ich habe das ganz klar kommuniziert und dann wurde auf Teufel komm raus versucht, ob ich nicht doch topless oder zumindest Dessous machen kann und so weiter und so fort. Und ich denke mir, ich halte meine Kommunikation eigentlich für ziemlich klar. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja, wenn wir Sachen ja, abgeklärt ja. haben. Und meine Aufnahmebereiche sind eigentlich klar und ein Vielleicht ist immer noch kein Ja. Und ganz ehrlich, je mehr man mich drängt, desto weniger Bock habe ich. Schlechte Laune macht schlechte Fotos. Punkt. Ja, das packt das ganz gut zusammen. Okay, nächstes Zitat. Den Blick hast du aber aus dem Schlafzimmer mitgebracht. Oh Gott. So passiert. Nein. Doch. Nein, no way. So passiert. Das Schlimmste an der Sache ist, da stand ich tatsächlich daneben und habe gedacht so, nein, Alter. So, ja, weiß ich auch nicht. Also das war wahrscheinlich auch, das ist ja immer das Problem. Die Sprüche sind wahrscheinlich noch nicht mal negativ gemeint oder noch nicht mal irgendwie so krass sexuell. Und das soll vielleicht so, lustig sein? Ne, das soll wahrscheinlich einfach lustig sein. Aber ich denke mir dann immer so, okay, wenn irgendein Typ, der so deutlich auf die 50 zugeht, einem Mädel, was Anfang Mitte 20 ist, so einen Spruch zuwirft, ist das halt übel. So, also das ist so, das kann man halt auch anders formulieren. Man kann ja einfach sagen, also ich würde jetzt an der Stelle einfach sagen, so, das ist ein schöner Blick oder so, ne? Den Blick gerne nochmal so, der sieht gut aus. War das denn so gemeint oder war das eine unglückliche, du siehst müde aus, mach die Augen weit auf? Nein. Also das war schon tatsächlich so Schlafzimmerblickmäßig, von wegen so, das ist der Blick, den du abends auflegst, wenn du, ne? Deswegen, also da, der Sinn dahinter war natürlich, der sieht besonders gut aus. Ja, klar, aber die Formulierung, Wahnsinn. Also da habe ich echt gesagt, so, okay. Da muss ich sagen, das war auch eine der Situationen, wo ich alles verstanden habe. Wo ich mir dachte, okay, jetzt weiß ich, warum sich Frauen Sorgen machen, wenn die mit irgendwie fremden Kerlen Fotos machen. So, kann ich verstehen. Okay, nächstes Zitat. Warte, ich muss überlegen. Eins machen wir noch und dann... Eins machst du gleich noch, meinst du? Oder ich jetzt noch? Du jetzt. Ach so, okay. Wir, es haben sich bestimmt schon viele Fotografen in dich verliebt.
ist traurig, ey. Der ist echt traurig. Der sprüht ja richtig vor Verzweiflung. So. Ja. Nee, also, boah, ich habe auch keine Erklärung. Für sowas habe ich keine Erklärung. Weil das ist so wahrscheinlich auch wieder so der Sinn von wegen so, ey, du siehst total super aus vor der Kamera, aber das kann man auch anders formulieren. Dann kann man es doch auch einfach so sagen. Das ja? verstehe ich immer ja? nicht, ne? Warum also, man nicht einfach das so sagt, wie es ist und wie man das denkt. Und dann meint, man verpackt es jetzt netter. Ja, aber das ist... Aber dadurch wird es halt einfach super cringe. So, voll. Deswegen, da an der Stelle würde ich tatsächlich einfach sagen, ey, du siehst wirklich fantastisch aus vor der Kamera. Habe ich schon öfter gesagt. War nie ein Problem. War immer so von wegen, ey, vielen Dank. Ich glaube tatsächlich aber auch, es kommt ganz stark nicht nur auf das, was man kommuniziert, sondern wie an. Weil wie? Selbst ja. ein... Du siehst fantastisch vor der Kamera aus, kann je nach wie deine Mimik, wie deine Gestik und wie die Tonlage ist, ist das ein, reden wir gerade wirklich davon, dass ich ein gutes Model bin oder versuchst du mir unterschwellig zu sagen, ja, in dich haben sich bestimmt schon viele Fotografen verliebt und im Übrigen, ich bin einer davon. Ja. Ne? Also das Wie ist, glaube ich, somit die größte, spielt somit die größte Rolle. Ja, ja das glaube ich auch. Ja, das fasst auch ganz gut zusammen. Ihr seht, sehr, sehr langes Video und es könnte noch viel länger sein. Man könnte hier noch viel mehr Themen und noch viel mehr Fässer aufmachen. Es ist ein schwieriges Thema. Also Umgang mit Models, finde ich persönlich, ist in der People-Fotografie einerseits das mit Abstand Wichtigste, auf der anderen Seite aber auch das mit Abstand Schwierigste und wo man am längsten braucht, um das zu lernen. Weil ich persönlich sage zum Beispiel, bevor ihr anfangt, Menschen zu fotografieren, solltet ihr erstmal zu 100% wissen, was eure Kamera macht, weil ihr werdet die Zeit nicht haben, da irgendwie erstmal euch irgendwie zu überlegen, wie ihr da die Einstellung gerade kriegt, weil ihr so sehr damit beschäftigt seid, mit der Person zu interagieren. Ne? Und da beim ersten People-Shooting staunt man nicht schlecht, das weiß ich noch. Da wundert man sich, wie schwierig das ist. So, ich möchte aber auch niemandem den Mut nehmen. Es ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Und ich kann das und ich bin wirklich, ne? Also ich bin jetzt nicht unbedingt gesegnet mit was weiß ich, was für einem gottgleichen Talent, sondern ich habe einfach dafür gearbeitet, habe das gelernt und habe irgendwie versucht, besser zu werden. Und ich habe das hinbekommen, dann bekommt ihr das auch hin. So, ne? Also deswegen seid da mutig auch ein Stück weit, traut euch einfach. Und wie gesagt, riesengroßes Thema, kann man ewig drüber sprechen. Danke für deine Anwesenheit und für deinen Beitrag zu diesem Video. Danke für die Einladung. Und wir sehen uns im nächsten Video. Wenn euch das Video gefallen hat, bleibt doch gerne mir erhalten als Abonnent. Hier unten von euch aus gesehen rechts könnt ihr mir ein Abo dalassen. Klickt auch gerne auf die Glocke, dann verpasst ihr in Zukunft keine neuen Videos mehr. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da, gerne auch einen netten Kommentar. Und schaut auch gerne mal bei Gina rein. Ich verlinke euch unten das Profil. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, passt auf euch auf. Ciao.